So, unser Bunker im Rhein hat sich weiter in den Rhein gearbeitet. Das Fundament ist durchgebrochen. Und jetzt liegt die ganze Westseite von dem Bunker auch noch im Rhein hier. Sieht das aus? Jahrelang hat es gehalten und jetzt ist trotzdem durchgefallen hier. Brutal. Blick in den Bunker. Brutal. Ein Anblick, den sieht man nicht jeden Tag, dass so ein Bunker zusammenfällt. Die ganze Westseite eingebrochen. Der Bereitschaftsraum liegt jetzt frei. Ich habe noch Bilder gemacht davor. Nochmal hier zu sehen, Westwallbunker weiter in den Altrhein hineingefallen. Das sieht man nicht jeden Tag sowas. Ganze Westseite drin. Hier nochmal der Bereitschaftsraum, der jetzt vollständig frei liegt. Dann halt hier die Stelle, wo der Westwallbunker jetzt im Altrhein liegt, endgültig hineingefallen. Was liegt denn da noch unterrum hier? Interessant, der Bunkerfußboden liegt jetzt zum ersten Mal frei und man sieht Fliesen, richtig massive Bunkerfliesen sind da drin gewesen. Brutal gut. Was findet hier? Tja, hinter mir liegt nun ein halber Bunker im Altrhein bei Altdettenheim. Also das habe ich auch noch nicht so gesehen, hätte es mir nicht so vorgestellt, dass der so dermaßen zerbricht, wenn der in den Altrhein fällt. Aber ihr habt das selber gesehen. Was für ein Anblick. Bunker fällt weiter in den Rhein. War wohl das letzte Hochwasser. So, ich zeige euch nur noch mal diese Fliesen. Bunker-Originalfliesen. Ja, gefährlich ist er schon hier. So, ich bin mal etwas näher ran hier. An die Stelle. Man sieht hier total den alten Fußboden gefliest, wie komfortabel das damals hier war. Und dann hier der Bunker liegt jetzt vollständig frei. Und die Westwand. Vollständig abgebrochen hier. Unglaublich. Der ganze Bereitschaftsraum liegt frei. Ja. So, und hier der Bunker jetzt zu sehen mit der eingefallenen Westseite. Was für ein Anblick. So, das letzte Hochwasser hat unseren Westwallbunker im Altrhein weiter zerfallen lassen. Die ganze Westseite ist nun komplett zusammengefallen und liegt jetzt im Altrhein bei Altdettenheim. Wenn noch Fragen sind, schreibt es mir in die Kommentare. Und ich habe noch Bilder der letzten Jahre, wo ich den dokumentiert habe. Wo der Bunker tatsächlich noch ein bisschen vollständiger war. Das erste Bild habe ich gemacht 1998. Da war er sogar noch am Ufer. Tja, also machen wir mal einen Daumen nach oben, bitte, danke.